Hallo Freunde der Wüstlinge, hier ist wieder Rolf Ziller mit einer weiteren Episode Kenshi. Und ich freue mich wie immer auf diese Episode und dass ich einfach Kenshi weiterzocken darf und kann. Ja, ist ja immer noch diese leidige Internetgeschichte bei mir. Aber ihr seht, ich bin wieder vorangekommen. Jimbard, der nicht verwandt ist mit Sindbad oder Jim Beam oder wem auch immer, hat das Haus fast fertig gebaut. Es fehlen noch, zwei Building Materials. Und das sollte aber relativ fix gehen. Cat Stevens ist jetzt alleine hier an der Eisenmine. Und Old Soldier kümmert sich um das Crafting der Waffen. So, Inu hat jetzt gerade nichts zu tun, außer zu trainieren. Pin kümmert sich um... Ah, hier gehen mehr als 5 rein, gut zu wissen. Inu kümmert sich... Pin kümmert sich um das Feld. Und da ist noch nichts im Storage, macht aber gar nichts. Slick. Eine nette Dame, die auch keine Angst vor Sonnenbrand hat. Schuftet hier an meinem Superbrunnen, der nie genug produziert, weil das Feld wohl sehr viel frisst an Wasser. So, jetzt ist nur noch einmal Baumaterial zu produzieren, bis das Haus hier fertig wird. Und ich mache mal eine Stufe schneller. Bisher war die Luft ja rein. Letztes Mal gab es 2 kleinere Schlägereien, die wir eigentlich alle sehr einfach gewonnen haben. Ich warte eigentlich hier immer noch auf so einen humpelnden Typen, der hier wieder so lang kraucht, wie letztes Mal. Ist immer so eine Gelegenheit, schnelles Geld abzugreifen. Oh, Clothing ist fertig. Das ist ein bisschen blöd, weil machen wir so, weil ich ja noch nichts Schwereres erforschen kann, da mir die Research Bench noch fehlt, die zweite. Yeah! Jimbard, du bist der Größte. Du bist mein Sohn, komm rein. So, das ist, ihr seht, es ist jetzt geringfügig größer als diese Dinger hier. Aber wir brauchen den Platz, denn hier, ne? Ja. Was ist denn hier los? Warum geht nicht? Das ist nicht gut. Warum? Warum gehst du nicht in Haus? Habe ich Haus extra gebildet deswegen? Hallo?
Boah, ich krieg zu viel. Bau das Scheißding. Weißt du was? Geh nochmal raus. Also wollt ihr mich für doof verkaufen hier? Ist doch klar, dass der Typ sich da nicht selber reinbaut. So, ihr seht aber, ich habe zwei neue Leute und trotzdem könnte ich noch gut mehr gebrauchen. Denn das geht hier mit der Geschwindigkeit eigentlich, ja. Aber es könnte noch schneller gehen. An allen Ecken und Enden. Kann auch Arbeit gemacht werden. So, Old Soldier, nimm sich mal hier das Knüppelding. Was er nicht kann. Weil er keinen Rucksack hat. Aber im Moment hat niemand einen Rucksack. So, wo ist Thumper? Doch, Thump hat einen Rucksack. Guck mal her. Dann gebe ich dir jetzt den Job. Und dir gebe ich den Job. Weil... Moment mal. Ja, du craftest jetzt nothing. Ja, toll. Hast aber das Teil eingepackt. Das ist das Wichtige. Nee, ich will jetzt nicht noch einen Heavy Club machen, oder? Das spare ich mir lieber. Nee, sag es nicht. Er hat von selber den Heavy Club weggebracht. Und er hat jetzt diese Animation da, weil ich ihm den Job dazu gewiesen habe, aber er hat gar keinen Auftrag. Aber er tut so, als ob. Also wie jeder Mensch, der gerade nichts zu tun hat, tut er trotzdem so, als arbeitete er. Ja? Ist immer besser. So, Research Bench Level 2 entsteht. Und jetzt müssen wir mal... Kuckuck Lutze. Das ist so... Chor. Saloon ist ein, das nächstgrößere Haus, glaube ich. Ja, slightly bigger than a regular house. Commonly used by bars. Hm. Muss mal ganz kurz... Ich brauche mal mehr Power. Ist ja auch Banane. Machst du da weiter? Tech Industrie. Verarsch mich nicht. Wo ist denn hier? Pages, Level 3. Ja. Das sollte ich mal machen. Das wird auch das erste wahrscheinlich sein. Die Upgraded Generators. Zip.
Und das sind die, das ist eine bestimmte Fraktion. The Holy Nation. Haben natürlich geile Sachen an, ne? 10, 12. Ja, 28, 26, das ist heftig. Aber sonst 13, 12, 10, 12. Hm, also den Chef nicht wahrscheinlich. Aber den Rest könnte man ja... Ich lasse es lieber. Was hat denn hier unser Old Soldier? Ja, der ist natürlich auch schon ziemlich geil drauf, ne? Das ist das Blöde. Die habe ich jetzt als Ingenieure eingesetzt und die haben jetzt voll die Fähigkeiten im Kampf. So. Was geht aber hier? Es wird alles gehen. Und die, hier, die drei Helmis. Mit denen kann ich auch kämpfen. So ist das ja nicht. Aber die haben ordentlich gekostet. Er ist hier Jimbard, reiner Ingenieur und Inu, reine Medic-Tante. Die werde ich jetzt erstmal nicht kämpfen lassen. Aber im Grunde kann ich mit den oben... Kann ich kämpfen. Das ist okay. So, was haben wir hier? Mittlerweile 10. Und es geht immer noch weiter. Okay. Braucht diese Research Bank. Das ist natürlich heftigst. Thumper hat keinen Job. Deswegen machen wir das so. Entschuldigung. Weg damit. Und hier, ich denke, wir haben genug Eisen momentan. 5 da drin. 7 da, sind 12. 13. So, das heißt, wir hauen jetzt mal alles da rein und haben jetzt 5:2. Wir wollen schnell, so schnell wie möglich Baumaterialien bekommen. Hier geht ja noch mehr rein. Wie viel geht denn da rein? We run away. Was ist da hinten? Da pulvert sich einer. Hier nicht. Alles cool bei uns. Aber ich überlege, ob wir mal mit der Truppe wieder in die Stadt sollen. Ein bisschen was verkaufen. Was wiegt denn das? 80. Ist das viel? Geht, 25 Kilo wiegt der Knüppel da. Aber dann braucht das ja auch wieder länger, bis ich den Kameraden hier fertig habe. So, ich würde sagen, Pin. Du hilfst auch nochmal hier. Rum. Oh. Bandana. Ja, nicht schlecht, das machen wir doch mal, oder? Und dann sind wir schon am Ende unseres
Lateins quasi. Thief Training, muss ich mal gucken. Learning to pick locks is hard to get started in. It's too late to learn once you're locked in a cage. Okay, das stimmt wohl. Ah, wenn man uns also gefangen nimmt, ist das... ist das wohl nützlich. Aber da wir sowieso bis zum Tod kämpfen, macht das gar nichts. Ich sehe mich schon in der nächsten Episode in Käfigen hocken. Aber ihr seht, wie schnell das jetzt geht mit 3 von 4 Leuten. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal so weiterlaufen, damit ich ein paar Baumaterialien auf Halde habe. Denn sobald die Research Bench fertig ist, werden ja neue Sachen freigeschaltet und dann bauen wir wieder eine Menge. Hoffe ich doch. Ich weiß, für euch ist das wahrscheinlich nicht ganz so interessant wie für mich. Mir macht das nichts aus, jetzt so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde eigentlich die Leute nur zu beobachten. Für euch ist das ein bisschen blöd. So, endlich! Haha! Eis, komm mal rüber. Schneller! Raus jetzt hier. Du bist ja ein Ingenieur, du baust direkt mal was. Aber jetzt kann ich natürlich diese ganze Tech, Tech-Mist erstmal ändern. Core, ich brauche... Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Das sind so viele Sachen. Mann. Aber ich denke, ich mache echt das erstmal das Core-Gedöns. Ich 5 Kilowatt werden dann dazu addiert. Das mache ich einfach. Und Level 3 braucht 4000 Kohlen. So, Thief Training. Dann direkt Saloon hinterher. Das ist schnell gemacht, deshalb machen wir das so. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht hier. First Aid Kit selber bauen. Ja, komm, machen wir das mal so. Und weil wir gerade dabei sind... Mining... Nein... Farming. Eine Distille. Was ist das? Ah, damit kann ich also kochen, wenn ich das Silo baue. Wassertower. Macht Sinn. Ich baue mal so einen Wassertower, einfach weil es geil aussieht. Wer wohl gedingst, gelacht, ha? Wie cool ist das? Also ihr merkt, ich habe also
Ich habe schon einige Zeit in Kenji verbracht. Ich habe auch öfter neu angefangen, weil halt immer Updates rauskamen und manchmal sind mir auch, ist ja noch nicht die fertige Version, sind mir auch einige Save Games mal nicht futsch gegangen. Und dann war ich nicht zufrieden mit dem, was ich gebaut habe und wie das so spielt. Also ihr seht, es ist noch neu für mich. Einige Sachen sind echt neu, sind auch neu dazugekommen. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so einen Wasserturm. Das ist ja schon mal was Geiles. So, da, 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 da. Sehr gut. Sehr gut. Ach, ob das mit den Kisten hier so klug war. Im Endeffekt hätte ich die vielleicht hinter ihr so eine Häuserreihe alle stellen sollen, hintereinander. Naja. Man weiß nicht, was besser wäre. Ich zock noch eine Runde weiter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir bauen in der nächsten Runde, denke ich mal, eine Menge. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei bei einer Episode Kenshi. Macht's gut, bis dahin.